Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Flat Out Suspension YouTube-Kanal. Heute widmen wir uns mal den Problemen rund um Geräuschentwicklung bei Federelementen. Wir haben viele Zuschriften, wir bekommen viele Fragen. Ist mein Federelement defekt? Ist das in Ordnung? Ich habe so Schmatzgeräusche und wir wollen heute da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wir haben hier mal zwei Kartuschen vorbereitet, um mal zu zeigen, wie so eine Dämpferkartusche an der Gabel gut und weniger gut klingen kann. Und gleich switchen wir dann über zum Dämpfer. Das Ganze hören wir uns da auch mal an, wie er vernünftig klingt und wie, wenn er einen Defekt hat. So ein bisschen vorab zur Erklärung. Diese Geräuschentwicklung bei der Federgabel und beim Dämpfer entsteht dadurch, dass halt Öl durch kleine Kanäle, Bohrungen etc. gezogen wird. Das Öl wird sehr stark belastet dabei und hat eine gewisse Geräuschentwicklung. Sollte oder ist das Federelement vernünftig gewartet und das Öl ist frisch und intakt, hat man eher ein Atemgeräusch. Also man hat ein schönes, sauberes Abströmen des Öles. Hat man hingegen einen Defekt im Federelement und das Öl vermischt sich mit der Luft, bekommt man eine Art Schaum. Also es kommt tatsächlich zu einer starken Schaumbildung, ähnlich so wie Badewannenwasser, und man hat ein deutliches Schmatzgeräusch, also ein richtig klassisches Schmatzgeräusch. Dann weiß man, irgendwas stimmt hier nicht. So, um euch das heute, wie gesagt, einmal näher zu bringen, zeige ich jetzt euch gleich mal anhand dieser beiden Kartuschen, wie es sich anhören kann. Bei der Kartusche ist alles einwandfrei. Man hört ein Atemgeräusch. Das Öl fließt, aber es ist ein sauberes, klares Atemgeräusch. Jetzt nehmen wir mal die andere Kartusche, die nicht ganz so in Ordnung ist. Hier konntet ihr jetzt hören, dass wir ein sehr starkes Schmatzgeräusch haben. Die Kartusche ist nicht in Ordnung, die Luft hat sich sehr stark mit dem Öl vermischt und wir haben jetzt einen richtigen Schaum in der Kartusche. Das Ganze soll natürlich nicht sein. Jetzt gehen wir mal so rüber zum Dämpfer und schauen uns mal da an, wie das dort klingt. Jetzt sind wir hier bei unserem Dämpfertester. Hier können wir nämlich auf Dämpfer mal probeweise draufdrücken und gucken, was da so passiert. Vorab erklärt, es gibt die klassischen Überström-Schmatzgeräusche, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt aber noch eine Besonderheit bei den Luftkammern. Und zwar ist das ein leichtes Schmatzgeräusch, aber nur, wenn der Dämpfer auslöst. Das ist dieser Moment, wo sich zwischen Positiv- und Negativ-Luftkammer die Luft austauscht. Dort entsteht auch ein kleines Schmatzgeräusch. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier handelt es sich also wirklich nur um diese 3, 4, 5, 6 mm Auslösepunkt am Anfang des Dämpfers, und hier geht es wirklich nur um den Luftausgleich. Jetzt federn wir den Dämpfer mal komplett durch und dieser sollte jetzt ganz gut klingen. Er ist bereits frisch geserviced. Gleich zeigen wir euch dann, wie der Dämpfer vorm Service klang. Er ist also schön ruhig und jetzt schauen wir uns mal an, wie er vorher klang. Also hier konnte man jetzt wirklich super hören, der Dämpfer hat dringend einen Service nötig. Grundsätzlich muss man immer im Hinterkopf behalten, Federelemente machen Geräusche. Komplett geräuschfreie Federelemente gibt es nahezu nie. Das Ganze hängt stark auch von den Ölen ab, die verwendet werden, und einfach vom Federelement an sich. Dünne Öle machen mehr Geräusche im Regelfall wie dicke Öle etc. Und je nach Hersteller variiert das. Ich hoffe also, wir konnten euch ein bisschen helfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, was in euren Federelementen vor sich geht. Achtet also darauf, wenn ihr ein starkes Schmatzgeräusch in euren Federelementen wahrnehmt, ist im Regelfall fast immer irgendwas nicht in Ordnung. Nehmt Kontakt mit uns auf, wir versuchen das Ganze zu klären, beziehungsweise vielleicht ist es einfach auch eine Zeit für einen Servicetermin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir konnten wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen in der Welt der Federelemente. Wir würden uns sehr über ein Like freuen auf unserem Kanal oder natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Insofern vielen Dank und bis bald.